Hallo liebe Fahrradkanalfreunde, heute möchte ich Sie mitnehmen auf eine Tour im deutsch-holländischen Grenzgebiet, Nähe Venlo. Die Tour startet am De Wittsee, auf einem wunderschönen Parkplatz. Ja, wir fahren hier von dem Café De Wittsee, dem Parkplatz, runter die ganzen Seen entlang bis nach Brüggen. Dort wollen wir dann Kaffee trinken, beziehungsweise Pfannkuchen, leckere Blaubeerpfannkuchen genießen und dann nicht dieselbe Strecke wieder zurückfahren, sondern am Brüggener Wald vorbei über Kaldenkirchen. Die gesamte Tour wird so in etwa 40 Kilometer lang sein. Ja, wer die Tour nachradeln möchte, der kann sich natürlich wie immer die entsprechenden Google Maps Pfeile herunterladen, die ich als Link im Text zur Verfügung stelle. Denn natürlich fahren wir hier auf entsprechend gut ebenen Wegen. Die gesamte Tour ist natürlich auch sehr flach, aber es sind Wege, die teilweise als Radwege ausgewiesen sind, aber wir haben uns auf dem Weg vom De Wittsee, von dem Café De Wittsee, wo der Parkplatz ist, entsprechend an das Symbol, das ist ein Wandersymbol mit dem Pfeil, der nach links zeigt, entsprechend gehalten. Das ist relativ einfach, um dann die Strecke durch doch recht viel baumbestandene Gebiete radeln zu können. Wer also viel Natur bzw. Grün bevorzugt und auch bald bestanden, der ist mit dieser Tour auf jeden Fall gut versorgt. Es ist natürlich auch landschaftlich sehr schön, obwohl, wie ihr gerade seht, sind natürlich viele Bäume und viel Wald, aber es kommen auch immer wieder lichte Stellen und auch viele schöne nette Lokale, wo man auch unterwegs immer mal wieder anhalten kann, sofern einen irgendwie der Durst plagt oder man gerne was essen möchte. Also verhungern muss auf dieser Tour auch niemand. Ja, aber wie gesagt, diese Lokalitäten oder Ausflugslokale, die muss man natürlich dann entsprechend sich vorher raussuchen. Ja, oder aber man nimmt sich vorher entsprechend Verpflegung mit, Getränke, was zu essen, was auch immer jeder da für Vorlieben hat. Für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt habe, dran denken, dies ist ein 360-Grad-Video. Man kann sich also den Bildausschnitt, den man sehen möchte, rundherum sphärisch selbst aussuchen, ob man den Himmel angucken möchte oder rechts oder links. Ja, man kann aber natürlich auch in YouTube sich dann der Pausentaste bedienen und ja, wenn man was genauer anschauen möchte, rechts und links der Strecke dann entsprechend anschauen. Ja, die Auflösung ist natürlich begrenzt, 4K, das ist zumindest im 16:9 Format eine gute HD-Qualität, aber darüber hinaus sind natürlich Vergrößerungen Grenzen gesetzt. Nach dieser Holzbrücke überqueren wir die Nette und fahren dann rechts hier weiter an der Nette entlang. Ja, wir haben hier bzw. sind zuvor an dem Windmühlenbruch, das ist auch ein größerer See, die Nette durchquert bzw. durchfließt. Und ja, wir haben jetzt zur Linken haben wir den Nettebruch. Auf der linken Seite hinter dem See befindet sich die etwas größere Stadt Lobberich. Ja, wie gesagt, wir fahren hier dem entsprechenden Nettebruch. Das ist auch wieder ein kleiner, größerer See, wie auch immer, der circa 800 bis 900 Meter lang ist. Die Tour, die wir hier machen, bis nach Brüggen, da reihen sich ja viele kleinere und etwas größere Seen immer wie eine Perlenkette aneinander. Und wie gesagt, wir folgen diesem Nettetal
beziehungsweise der nette Fluss bis nach Boisheim. Ja, das ist auch eine, dort gibt es auch eine Bahnstation. Wenn man keine Lust hat, kann man da natürlich auch in den Zug einsteigen und bis nach Kaltenkirchen fahren. Ja, hier an der gleich kommenden Weggabelung musste ich auch mal kurz überlegen, wo es lang geht. Aber wie gesagt, wir haben ja unsere Pfeilspitze, das ist eigentlich eine Wanderwegbezeichnung, die nach links zeigt. Der folgen wir einfach weiter immer. Denn diese Wanderwege hier an der Nette bzw. im Nettetal, die kann man sehr gut mit dem Fahrrad fahren. Die Oberfläche ist sehr gut, teilweise asphaltiert, wie ihr gerade seht. Natürlich auch manchmal einfach Waldboden, aber der sehr gut festgefahren ist bzw. sehr ja, von der Oberfläche tragfähig ist. Ja, wir biegen hier jetzt wieder links ab, um zum nächsten See bzw. Seeteilstück zu gelangen, damit wir gleich nachher die Autobahn A61 unterqueren können. Sonst müsste man da einen etwas nicht so schöneren Umweg fahren bzw. über Landstraßen. Ja gut, der Weg hier ist jetzt auch ein bisschen schmaler, aber immer noch sehr gut zu fahren. Der ist glatt, schmal. Ab und zu kommen auch noch ein paar Leute. Ja, jetzt unterqueren wir gerade die A61. Ist auch ein bisschen knapp, denn mit Hut muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ja, wie ihr seht, ist auch nicht allzu viel los hier auf dem Weg, beziehungsweise hier die Strecke. Hin und wieder mal ein paar Leute und das natürlich zur besten Fahrradzeit am Sonntag. Das zerläuft sich hier mit dem Publikum bzw. mit dem Radverkehr. Ja, sind halt immer mal so Brennpunkte, wo entsprechende Ausflugslokale sind oder ja, entsprechend den Brücken ist, dann wird dann auch mehr los sein. Aber ansonsten hält sich das hier im Nettetal selbst an sehr schönen Sonntagen, wo die Sonne scheint, wo es ideales Fahrradwetter ist, sehr in Grenzen mit den Radlern. Das verläuft sich hier sehr gut, weil es doch sehr ländlich ist und anscheinend vielleicht immer noch ein Geheimtipp ist, ja vielleicht nach meinem Video nicht mehr, aber wie auch immer, es ist eine sehr schöne Gegend. Ja, hier ist jetzt rechts und links ein Feld. Jetzt kommen wir nach Boisheim in die Stadt langsam hinein, beziehungsweise das ist eigentlich ein Dorf. Ja, und wie gesagt, je nachdem wie man die Route plant, kann man hier dann auch in den Zug steigen und eine Rückfahrt planen, wie auch immer. Eigentlich wäre unser Pfeilspitzenweg jetzt hier gegenüber an der Straße weitergegangen, aber wir hatten dann dort ein paar Radler gefragt, die links von uns auf uns zukamen an der Straße, und die meinten, da wäre nicht gut durchzufahren wegen Sturmschäden. Also mussten wir hier jetzt einen kleinen Umweg fahren, entsprechend an der Boisheimer Straße entlang. Ja, das war natürlich dann ein bisschen tricky, um dann wieder auf die Strecke zu kommen. Ja, in meinem Link ist natürlich dieser kleine Umweg auch mit entsprechend eingeplant. Also wer die Tour fährt, muss dann sich überlegen, ob er dort herfahren möchte oder nicht. Wir haben später auch noch andere Streckenabschnitte durch den Wald erlebt, ja, wo eigentlich auch viele Waldarbeiten waren, vermutlich auch wegen dem Sturmschäden. Die waren dann auch nicht so besonders angenehm zu radeln, weil da eben diese Baumernter die Oberfläche der Radwege bzw. Waldwege doch sehr in
mit Leidenschaft gezogen haben. Das ist dann auf dem Rad immer etwas unangenehm. Der Popo lässt grüßen. Gleich kommen wir hier an dem Restaurant zur Rechten, dem Café Heidehaus, vorbei. Wir fahren dann gegenüber weiter in den Wald hinein, um die Strecke weiter abkürzen zu können, um zum Heidweiher zu kommen. Dort gibt es auch wieder eine Gastronomie, ein schönes Ausflugslokal. Wie gesagt, das letzte Stück wird dann auch ein bisschen tricky, aber das werdet ihr ja nachher noch sehen. Tja, hier frage ich mich zwischendurch, ob ich denn immer noch so auf dem Weg bin, mit der Pfeilspitze, die nach links zeigt, auf diesem Wanderweg. Aber bis jetzt ist der Weg ja noch recht gut. Also fahren wir recht zuversichtlich weiter. Wie ihr sehen könnt, noch sind die Wege recht gut, aber gleich dort unten hat das ein Ende und ich musste mich entscheiden. Der kürzeste Weg führte eben halt über diesen eigentlich Wanderweg, links und rechts Acker. Solche Wege sind auch immer ein bisschen grenzwertig, aber es ging ja. Zumindest sah es dann hinter dem Acker so aus wie hier. Das war nicht ganz so lustig. Bisschen matschig noch, vielleicht vom letzten Regen, aber auch eben von der Holzbewirtschaftung. Ziemlich kaputt gefahrener Weg mit einem einfachen Trekkingbike, eben ein Pedelec. Was so schon rein mit Akku ein Leergewicht von ca. 28 Kilogramm hat. Ja, hier seht ihr rechts und links auch die entsprechenden Holzstapeln und die motorisierten Gerätschaften, die hier am Werke waren, die haben natürlich den Weg recht schön malträtiert. Ja, aber auch gut, dieses Stück haben wir dann hinter uns gebracht und ab hier ging es dann auch wieder besser und wir treffen hier jetzt unten auf die entsprechende Landstraße, damit wir hier zu dem Heidweiher zu gelangen. Ja, wie ihr seht, hier links stehen schon einige Autos und hier ist dann auch die entsprechende Lokalität, eine Gastronomie. Aber wir fahren halt weiter. Ja, in meinem Google Maps Link. Google will da einfach nicht weiter geradeaus fahren, wie wir es jetzt gemacht haben. Den Weg kennt Google Maps einfach gar nicht. Das ist übrigens auch wohl ein Stück alte Bahntrasse, auf der wir jetzt Richtung Brüggen weiterfahren. Ja,
Der Weg ist gut, ist zwar ein bisschen schmal, aber breit genug für zwei sich entgegenkommende Fahrräder, auf jeden Fall ausreichend. Ja, an der Weggabelung, die jetzt gleich kommt, hätte ich besser rechts entlang fahren. Hier war sie gerade zu sehen. Rechts entlang fahren sollen, müssen, können, wie auch immer. Aber es ist nicht schlimm. Es ist ein kleiner Schlenker hier um den Kranenbach, der hier den Borner See durchfließt. Den hatten wir gerade überfahren, beziehungsweise sind über die Brücke gefahren. Ja, und ist halt ein kleiner Schlenker, der uns dann trotzdem an der Borner Mühle, das war auch mal entsprechend ein Lokal früher, dort haben wir auch früher dann schon mal Kaffee getrunken. Ja, aber leider anscheinend gibt es das so nicht mehr. Ja, dieser kleine Schlenker hier, entsprechend den, ja, sind hier auch noch, glaube ich, einige beziehungsweise ein Fluss, das ist die, oder ein Bächlein, das ist die Schwalm, die entlang fließt. Ja, und wie gesagt, wir haben dann entsprechend bei der Borner Mühle den Schlenker gemacht und sind dann wieder auf Kurs, auf unserem ursprünglichen Kurs gekommen, um weiter Richtung Stadtmitte nach Brüggen zu gelangen. Ja, das ist ja auch die Burg Brüggen. Kann man ja wahrscheinlich auch besichtigen, habe ich auch noch nie gemacht, weil ich finde immer, wie schon andere Freunde des Rades in YouTube berichtet haben, entweder fahre ich Rad oder ich mache eine Besichtigungstour. Ja, sicher kann man beides machen, das kommt immer darauf an, wie man das plant. Aber wir machen eigentlich Radtour, unsere Radtouren eigentlich zur Bewegung und durch, um den Genuss wegen der Landschaft und möglichst durch viel Grün und genießen die frische Luft, die gesunde Luft. Ja, hier sind wir jetzt auch schon am Ortsrand von Brüggen und fahren hier durch die Vorgärten quasi der Häuser. Ja, die sehen meistens recht pflegeleicht aus. Anscheinend gibt es hier viele Kiesgruben, die viel Kies loswerden müssen. Das ist immer ein bisschen schade. So, hier haben wir dann auch jetzt gleich rechts die Burg Brüggen. Die liegt dann hier auch hinter einem kleinen Burggraben, der bewässert ist. Ja, wie gesagt, die Burg Brüggen kann man sich anschauen oder auch nicht. Hier sind wir dann schon in der Innenstadt von Brüggen und gleich erreichen wir hier auch unser Pfannekuchenparadies, wie man hier sieht, wo wir dann unseren leckeren Blaubeerkuchen, Blaubeerpfannekuchen genießen werden. Ja, wir haben den Blaubeerpfannekuchen schon aufgegessen, haben bezahlt und machen uns jetzt auf den Rückweg. Aber auch dies nicht ohne hier an der Kirche ist eine tolle italienische Eisdiele. Dort gibt es wirklich sehr, sehr leckeres Eis. Ja, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und ja, holen uns da noch ein Eis. Haben dann auch, weil die Tour jetzt im Juni war, entsprechend dann auch noch ein bisschen Spargel eingekauft. Ja, ein Kilo Spargelbruch für 2,40 Euro. Und das waren richtig tolle, dicke Stücke. Lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ja, weiter geht's jetzt durch die Straßen von Brüggen, um wieder ortsauswärts Richtung Brachterwald zu gelangen. Ich bevorzuge es immer,
möglichst nicht Hauptstraßen zu verwenden oder zu benutzen, beziehungsweise auch wenn da hier in Brüggen ganz gute Radwege rechts und links der Straße sind, aber auch sonntags ist ja bekanntlich auf den Hauptzufahrtsstraßen zu einem Ort auch immer ein bisschen mehr los. Ja, ich fahre hier ein Stück die Romonda-Straße lang und bin dann schon hier abgebogen auf den Esterweg oder Elsterweg heißt er, genau. Ja, wie ihr seht, links sind schon wieder Felder und es war auf dem Teilstück ja recht wenig Verkehr. Ja, das liebe ich, denn Auspuffabgase sind nicht so mein Ding. Darum fahre ich dann auch gerne mal einen kleinen Umweg oder kleinen Schlenker. Ja, wir erreichen jetzt auch schon wieder den Waldrand. Das sind auch schon die Ausläufer des Brachter Waldes. Zur Linken hat man dann schon eigentlich fast das ehemalige Militärgebiet, was damals oder früher im Brachter Wald untergebracht waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt Belgier, Engländer oder was auch immer waren. Keine Ahnung. Ich bin da nicht so der Fachmann. Ich finde es immer schade, wenn solche Waldgebiete für Militärzwecke verseucht werden. Ich bin immer froh, wenn das entsprechend abgeändert wird oder diese Truppen dann diese Gebiete verlassen. Ja, und im Idealfall als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, hat natürlich auch immer ein bisschen den Nachteil, dass vieles dann zuwächst und man muss dann halt schauen, dass man da entsprechend Schafe oder was auch immer zur Beweidung teilweise, wie das auch in der Warner Heide gemacht wird, mit Schafherden, dann weiterhin offen gehalten wird. Weil das sind ja dann auch offene Flächen, die für Tiere wichtig sind, ob es nun Vögel sind oder Waldtiere, die dann auf solchen offenen Stellen auch entsprechend grasen oder Ameisenhaufen wie der Buntspecht aufsuchen. Zählt ja zu ihren Lieblingsspeisen. Ja, jetzt sind wir hier schon an der ehemaligen Deponie von Brüggen, glaube ich, ist das, zur Rechten. Ja, und wir fahren hier, wie gesagt, weiter am Rand des Waldes entlang. Jetzt Richtung Kaldenkirchen zu gelangen. Ja, leider ist der Weg nach Heidhausen nicht so ganz einfach, wenn man gerne durch den Wald fahren möchte. Da muss man dann noch einen kleinen Schlenker machen. Aber da komme ich später noch zu. Ab hier beziehungsweise fahren wir am Rand des Brachter Industriegebietes. Es gibt hier ein Paintball Area, dann gibt es hier Dachziegelfirma, ja, sogar ein Frühstücksbuffet bei Le Matier, eine Tanzschule, Tredi Fashion, was auch alles sonst noch. Ja, das ganze Gebiet liegt jetzt rechts von uns und wir fahren da jetzt in Ruhe dran vorbei.
Jetzt haben wir es schon hinter uns und es geht weiter Richtung Kaldenkirchen. Kommenden Kreuzung biegen wir links ab und fahren noch mal ein Stückchen Richtung Westen, um durch das Heidemoor zu radeln. Ja, es gibt den Radweg, der auch entsprechend in Google Maps ausgewiesen ist und angezeigt wird. Ja, man macht da leider einen kleinen Schlenker bzw. einen kleinen Umweg, aber was soll's. Ja, ich fahre nicht gerne so durch offene Dörfer, Landschaften. Ich fahre gerne durch den Wald. Ja, bis jetzt ist ja auch alles in Ordnung. Die Straße ist ja gut und asphaltiert. Aber da kommt noch nachher etwas. Da werde ich dann noch etwas zu sagen. So, nun genießt einfach mal ohne meine Kommentare die Fahrt durch den durch das Heidemoor. Heidemoor 1 nennt sich das genau gesagt. Ja, ohne dass ich jetzt immer dazwischen quatsche. Ich werde mich gleich später noch mal melden. Ja, jetzt hier an dieser Weggabelung haben wir uns entschieden, den rechten Weg zu nehmen. Ja, das war, wie sich später herausstellen wird, ein bisschen ein Fehler. Wie ihr seht, ist der Weguntergrund schon nicht mehr ganz so gut und auch einige Pfützen. Es war mit dem Radweg-Hinweisschild auch ein bisschen schwierig. Der Pfeil zeigte irgendwie in eine Richtung und wir hatten gedacht, das wäre diese. Aber ja, seht einfach selbst, der Weg war wirklich ein bisschen grenzwertig. Aber gut, wir sind durchgekommen und landschaftlich war es sehr interessant. Ja, auch von den Bäumen her, wie da was, wo alles so rumsteht. Ja, hier war es ein bisschen sandig, wie in einer Sandgrube. Da haben wir dann doch besser ein bisschen geschoben. So ist das eben in der Heide. Heißt ja nicht umsonst Heidemoore an dieser Stelle. Hier ist der Name Programm. So, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir wieder auf einem halbwegs brauchbaren Weg, zumindest vom Untergrund, auf dem man auch mit schweren Rädern wieder herfahren kann. Naja, man lernt halt immer noch was dazu.
sehe ich schon mal Licht im Tunnel oder im Wald. Ich war also ganz froh, dass wir wieder den Waldrand erreicht haben. Und endlich auch wieder eine gute asphaltierte Piste unter den Reifen. Ja, wie gesagt, weiter geht's hier. Durch einige Baumplantagen, die hier die Firma Lappen meistens rechts und links betreibt als Gewerbe. Ja, die sind dann in Reihe und Glied, verschiedene Sorten, wie man hier rechts und links sehen kann. Ja, die werden dann hoffentlich irgendwann irgendwo sinnvoll eingepflanzt werden. An der nachfolgenden Straßengabelung war ich erst ein Stück rechts gefahren, aber meine Frau meinte, der Fahrradweg würde dann doch links entlang führen. Jetzt geht es statt einwärts Richtung Kaldenkirchen. Ja, wie ihr seht, ist sonntags hier nicht viel los, wenig Verkehr. Da kann man auch mal ganz gut auf solchen Nebenstraßen langradeln. Ja, wie gesagt, hier im Hintergrund sieht man schon die Kirche. Im Zentrum von Kaldenkirchen hier auch ein Stück Fußgängerzone. Ja, wir fahren hier kurz durch. Ja, hier gibt es auch links, wie ihr gesehen habt, auch ein nettes Café. Da waren wir vor einigen Jahren auch schon mal Gast. So, und nun geht es weiter Richtung Kaldenkirchen Bahnhof. Und wie ihr seht, gibt es auch hier wieder einen Radweg. Zwar schmal, aber es gibt einen. Das ist ja sehr schön und löblich. Auf der Straße fahren macht nicht immer wirklich Spaß. Hier kommt auch schon die Eisenbahnbrücke und direkt dahinter geht es dann rechts auf diese Bahntrasse. Ja, wie gesagt, wer sich den Link herunterlädt, um ihn als Google Maps Tourenplaner zu benutzen, auf dem Handy oder auf dem Tablet, wie auch immer. Das erste Teilstück hier von diesem Bahntrassenradweg, den nimmt Google Maps auch noch. Aber dann hat Google Maps den leider nicht weiter im Programm. Und man kann ihn dann auch leider nicht dazu bewegen. Trotzdem, man kann ja so Tourenpunkte setzen und rüberziehen, dorthin, wo man hin will. Aber das funktioniert hier auf dem Abschnitt nicht. Ja, bis wiederum kurz hinter der Autobahnbrücke, die wir nachher noch überqueren werden hier, wunderschön auf diesem Bahntrassenradweg. Der führt übrigens noch viel, viel weiter. Geht eigentlich dann quasi, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich glaube bis Grefrath, an Grefrath vorbei und weiter bis nach Kempen. Also den kann man noch ein ganz schönes Stück weiterfahren. Aber wir verwenden ihn jetzt zum Schluss nur für unsere Rücktour, um wieder zu dem schönen Parkplatz am De Wittsee zu gelangen, wo auch die Restauration das Café ist. Ja, man muss hier nochmal kurz über die Hauptstraße, eine Landstraße. Und ja, dann werden wir auch schon bald unser Start- bzw. Zielpunkt wieder erreicht haben. Ja, hier sind wir jetzt abgebogen von der Bahntrasse, um an dem Ufer des De Wittsees, wie gesagt, zu unserem Startpunkt zu gelangen. Bitte seid so nett und achtet auch auf die Fußgänger. Ich möchte mich schon mal
von euch verabschieden und hoffe, diese Tour hat euch gefallen. Bis demnächst wieder einmal. Tschüss.